Anne Wünsche weint wegen Oliver Pocher. Die Pochers schlagen zurück. Schon seit Wochen geht Oliver Pocher immer wieder hart mit verschiedenen Influencern ins Gericht. Zuletzt deckte er unter anderem auf, dass sich Ex-Berlin Tag- und Nachtstar Anne Wünsche offenbar Fan-Kommentare und Follower bei Instagram gekauft hat. Die Netzbekanntheit trafen die Vorwürfe und die einhergehenden harten Nachrichten schwer, und sie brach vor laufender Kamera in Tränen aus. Das sagen Oli und seine Frau Amira, 27, dazu, weil Anne und ihre Unterstützer den Comedian beschuldigen, eine miese Mobbing-Aktion ins Leben gerufen zu haben, äußert sich das Paar in einer neuen Folge ihres Podcasts Die Pochers hier, erneut zu der Thematik. Wenn Oli vor der Kamera steht und Zahlen vorliest und Fakten darstellt, ist das kein Mobbing, nimmt Amira ihren Ehemann in Schutz. Wir sind auch nicht dafür, dass Leute gemobbt werden, stellt die Dunkelhaarige klar, und auch Oli betont, dass er lediglich Tatsachen ans Licht bringen wollte. Auch die Vorwürfe, dass der 42-Jährige sich die Anschuldigungen nur ausgedacht habe, weisen die beiden in der Audiofolge ganz klar von sich. Nachdem der derzeitige Schrecken der Influencer noch einmal die vermeintlichen Fakten aufführt, erklärt seine Liebste: Wir wissen zu 100%, dass das stimmt. Wir veröffentlichen keine Spekulationen. Dass sie deshalb nun als Mobber beschuldigt werden, können die beiden einfach überhaupt nicht verstehen.